Ich glaube, an sehr, sehr vielen verschiedenen Maßnahmen. Wir haben ja ganz viele verschiedene Bereiche, von Wasser bis Carsharing, Energie, Mobilität. Und jeder Bereich ist dran, nachhaltiger zu werden. Wir sind schon an vielen Stellen relativ nachhaltig, aber wir werden noch nachhaltiger, indem wir uns momentan auf ganz viele ökologische Themen konzentrieren. Klimaneutralität ist so das Thema, was jeden Bereich betrifft. Aber auch darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Studenten am Thema Nachhaltigkeit, schauen, dass die das Thema verstehen. Angefangen von Mülltrennung bis hin zu unseren eigenen Gebäuden, wie wir dort besser werden können. Aber die ganze Liste sind einige hundert Maßnahmen, die einfach wirklich an verschiedenen Stellen vorankommen. Also ich glaube, die meiste Erfahrung haben wir zurzeit gemacht im Bereich wirklich Klimaneutralität, dass wir klimaneutrale Produkte anbieten. Das bekannteste Ökostrom, der inzwischen ja schon ein Standardprodukt ist, was jeder hat. Aber auch im Bereich der Mobilität, dass wir dort Produkte anbieten, dass die Leute umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr, dadurch die Emissionen sparen und wir auch sozial Angebote haben, die alle Augsburgerinnen, auch diejenigen, die sich nicht alles leisten können, da ganz gut Möglichkeiten haben, voranzukommen.